So schön, dich heute hier in diesem Video begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erck, Beziehungscoach und Therapeut und möchte heute mit dir über eine Frage stellen, die ich häufig gestellt kriege, nämlich: Sind unsere Eltern an allem schuld? Sind sie schuld an unserem Beziehungsproblem? Oder was ist die wirkliche Ursache? Bevor es jetzt gleich weitergeht mit diesem Video, habe ich eine kleine Ankündigung bzw. ein Geschenk für dich. Denn ich bekomme immer wieder diese Nachrichten. Emanuel, ich entdecke mich wieder in den Videos. Ja, das macht total Sinn, ich verstehe das. Aber wie arbeite ich denn genau daran? Wie arbeite ich an meinem Beziehungsmuster? Wie kann man Trauma aufarbeiten? Wie kann man seine Kindheit aufarbeiten? Was genau bedeutet das Ganze? Und deswegen gibt es jetzt ein Online-Seminar. Das Online-Seminar, wie du deine Beziehungsmuster löst. Und dort verrate ich dir Geheimnisse, Tools und Methoden, die eigentlich nur Klienten vorbehalten sind. Aber ich hatte einfach den Wunsch, dass das wirklich rauskommt in die Welt. Dass jeder die Grundzüge, die Grundmethodik lernt, wie löse ich meine Beziehungsmuster. Und pass auf, jetzt kommt das Beste. Dieses Seminar wird kostenfrei sein. Ja, das heißt, du hast die Möglichkeit, dir kostenlos dein Ticket zu holen. Deswegen sei dabei und ich freue mich, mit dir in diese Welt einzutauchen, wie du deine Beziehungsmuster wirklich löst. Den Link zu dem Ticket findest du hier unter diesem Video. Ich habe letztens unter einem meiner Videos so einen Kommentar gelesen von wegen, wir sollten mal aufhören, immer die ganzen Eltern zu beschuldigen. Ja, die haben ihr Bestes getan und die soll man in Ruhe lassen und nicht alle unsere Beziehungsprobleme haben heutzutage mit ihren Eltern zu tun. Ich weiß nicht, ob der Kommentar in dieser Tonlage geschrieben wurde, aber so habe ich ihn mit meiner eigenen Struktur interpretiert. Und ich fand es aber eine relevante und wichtige Frage. Ist es wirklich so? Ich spreche generell sehr, sehr viel über das Thema Kindheit, Elternbeziehungen in meinen Videos und deswegen finde ich das sinnvoll, auch dazu nochmal eine Differenzierung zu machen und da genauer einzugehen. Ich selber bin Vater mittlerweile. Ich habe eine Tochter und deswegen kenne ich Stück für Stück mehr und mehr beide Seiten. Sowohl die Seite des Kindes als auch die Seite des Elternteils. Und das Letzte, was ich vorhabe, ist Elternbashing zu betreiben. Ja, also, dass man es darauf runterbricht, die Eltern sind an einem schuld und man muss quasi nur ihnen genug Vorwürfe und Schuldzuweisungen machen, dann hat sich das ganze Thema erledigt. Das ist ein riesiges Missverständnis. Eine Sache muss uns klar sein. So gut oder schlecht unsere Kindheit auch war, man kann davon ausgehen, dass die Eltern bemüht waren auf ihre Art und Weise mit dem, was ihnen zur Verfügung stand. Und natürlich haben die ihre eigenen Herausforderungen gehabt, ihre eigenen Schwierigkeiten, die waren nicht aus Zufall so, wie sie waren. Ihre Beziehungsfähigkeit haben sie sich nicht ausgesucht, sondern die basierte natürlich auf ihren Erfahrungen mit ihren Eltern. Und so könnten wir dieses Spiel weiter und weiter zurückverfolgen. Ja? Wo beginnt quasi das Ganze? Und deswegen geht es nicht darum, einen Schuldigen, eine Ursache zu finden, wer es am Ende war und dort das Ganze hinzuschieben. Das ist nicht die Intention. Und das ist auch bei den meisten Menschen eher ein Missverständnis, weil sie sich nicht so gut auskennen, diesen Themen, und vielleicht nur mal ein paar Videos schauen und daraus sich irgendwie eine Meinung bilden oder irgendetwas interpretieren. Häufig liegt es auch daran, dass Leute sich angegriffen fühlen, weil sie selber eben vielleicht schon Eltern sind, merken, dass da auch das eine oder andere nicht gut läuft und dann beginnen sie quasi in diesen Gegenangriff zu gehen. Was auch eine eigene Strategie ist, ein eigener Mechanismus, den ich aber heute mal noch nicht aufrollen möchte. Dennoch ist es relevant, da tiefer hinzuschauen. Und um was geht es denn letztendlich? Wenn du zum Beispiel jetzt auch mit mir im Coaching arbeitest, geht es nicht darum, den Eltern alle Zuweisungen zu machen und die sind schuld und fertig, sondern es geht in unserer inneren Entwicklung sehr viel um Sortierung. Das heißt, dass sich das, was innerlich in mir entsteht oder aufkommt, auf seinen Platz bringen kann. Das heißt, es geht nicht darum, den Schuldigen zu suchen, sondern herauszufinden, wie war es denn wirklich für mich als Kind? Oder mit was hängen diese Gefühle in mir zusammen? Und da geht es nicht darum, den Schuldigen zu suchen, aber, und das ist wichtig, den Verantwortlichen für das Ganze. Und es ist so, dass in der Verantwortungshierarchie Eltern eine höhere Verantwortung haben als Kinder. Das ist so. Und diesen Zusammenhang zu kriegen, ist für viele in ihrer inneren Transformation extrem entscheidend, weil sie dann endlich aufhören können, sich selbst zu beschuldigen für das, was sie erleben. Weil das ist das Problem. Wenn ich nicht die Eltern verantwortlich mache für das, was in mir stattgefunden hat, beginne ich es gegen mich zu richten. Und das ist nicht sinnvoll und auch nicht, wie die Realität war. Beispiel. Habe ich eine Mutter, vollkommen überfordert, gestresst, warum auch immer, vielleicht durch ihre eigenen Strukturen, durch äußere Ereignisse, durch ihre Partnerschaft, whatever, ja? Und sie dadurch nicht die Kapazität hat, für mich als Kind da zu sein, unverhofft schwanger wird, kriegt dieses Kind, hat überhaupt keine Lust auf das Kind, ist permanent überfordert mit dem Ganzen. Dadurch entwickeln wir häufig als Kind den Mechanismus, entweder ich bin auf mich allein gestellt, ich bin zu viel, ja, oder ich bin eben nicht geliebt. Und jetzt diesem Kind zu sagen, deine Mutter, die hat da nichts schuld, die hat dir Bestes gegeben, deswegen pscht, ja, ist nicht sinnvoll, sondern es ist wichtig, dann als Erwachsener unterscheiden zu können, ah, warte mal, ich habe innerlich Zustände von, ich fühle mich hier nicht sicher, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich nicht willkommen in Kontakt, habe immer das Gefühl, ich könnte zu viel sein. Dann ist es wichtig für diejenigen, das mal in den Zusammenhang zu bringen und zu merken, ah, warte mal, ich hatte ja eine Mutter, die immer so agiert hat. Ah, deswegen hat sich genau in mir dieser Gefühlszustand vermittelt, weil ich mich angepasst habe an das, was meine Mutter mir entgegengebracht hat. Hat meine Mutter mir immer Ablehnung entgegengebracht, habe ich angefangen, mich anzupassen, indem ich dann selber die Idee übernommen habe, mit mir passt irgendwas nicht. Ich bin zu viel. Das ist mein Weg der
Anpassung gewesen an das, was meine Mutter mir entgegengebracht hat. Und was dadurch passiert, ist, dass alles auf seinen Platz kommt. Und der andere Teil, der dann wichtig sein kann in dieser inneren Entwicklung, ist natürlich auch, dass die Gefühle auftauchen, die in der Kindheit nicht möglich waren. Das heißt, in diesem Beispiel wäre es zum Beispiel ein Protest, also eine Wut, die hätte auftauchen müssen. Dass man dagegen vorgeht als Kind, aufsteht und sagt, hey, ich will nicht so behandelt werden. Ich will da sein dürfen. Ich will geliebt werden. Ich habe ein Recht darauf. Egal, ob du gestresst bist oder nicht. Und das können wir als Kind nicht. Weil häufig wäre das Auftauchen dieser Proteste, dieser Wut, würde nur noch mehr zu Stress bei der Mutter führen und noch mehr zu einer Ablehnung führen. Und nochmal, Kinder brauchen in erster Linie die Beziehung zur Mutter und zum Vater. Und deswegen gilt es, die zu stabilisieren. Und so beginnen wir beispielsweise dann diese Wut gegen uns zu richten. Das ist etwas, was wir auch sehr, sehr gut kennen, dass wir so hart sind mit uns, selbst ablehnt, ja. Oder diese Wut entlädt sich auf einmal schlagartig in Partnerschaften. Und wir beginnen immer gegen den Partner vorzugehen, dort aggressiv oder konfliktgerichtet zu sein und diesen Protest auszuleben, der in der Kindheit nicht möglich war. Das heißt, alles in uns ist wie in einem riesigen Chaos. Alles ist nicht auf seinem Platz. Und kann jetzt zum Beispiel endlich diese Wut ausgedrückt werden für das, was mir als Kind passiert ist? Geht es nicht ums Elternbashing, sondern es geht darum, dass ein gesundes Gefühl zur Situation auftauchen kann. Weil wenn jemand mir ablehnt reagiert, ja, oder mich ablehnt oder abwertet oder gegen mich geht, ist der natürliche Impuls des Menschen, sich zu wehren, dagegen vorzugehen. Und wenn das als Kind aus diesem Kontext des Kindseins nicht möglich war, ist es ein Teil der Erwachsenenentwicklung, dass das auftauchen kann. Und beispielsweise, wenn wir bei dem Thema Wut bleiben, das ist sehr eng verbandelt mit dem Thema Mitgefühl. Wenn ich für mich so einsetze, diesen Protest zeigen kann, in dieser Wut auftauchen kann, beginne ich auch mitfühlen mit mir zu sein. Und wenn das mal jemand selbst erlebt hat, da kommt so viel zur Ruhe innerlich. Ja? Das ist eine riesige Transformation. Und dann bleiben wir nicht verhaftet in dem, meine Eltern sind an einem schuld, wenn die nicht gewesen wären, dann nein. Sondern es beginnt, dass wir einen Erwachsenenbezug dazu bekommen. Nämlich merken, ja, das ist mir passiert und jetzt bin ich erwachsen. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, jetzt eine Mutter zu haben, die mich willkommen heißt, die was auch immer alles tut. Sondern jetzt bin ich ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau und kann für mich stehen. Das heißt, es geht nicht darum, die Eltern einfach grundlos zu beschuldigen und dadurch seine Selbstverantwortung abzugeben. Ganz im Gegenteil. Sondern es gilt, zurückzufinden in seine eigene Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Und dazu gehört es, unterteilen zu können, wer hat für was die Verantwortung getragen? Wie ist es wirklich stattgefunden? Woher kommen diese emotionalen Reaktionen in mir? Und diese neuen Verknüpfungen zu bekommen, auch neuronal im Gehirn. Das verändert etwas in unserer kompletten Wahrnehmung. Und das führt sogar dazu, dass wir mehr Beziehungen zu unseren Eltern führen können, jetzt auch als Erwachsene. Aber nicht mehr aus dieser Eltern-Kind-Dynamik, sondern als erwachsener Mann, als erwachsener Frau mit unseren Eltern, ja, auf Augenhöhe. Dafür braucht es aber genau diese Anerkennung und das Durcharbeiten, wie war es wirklich für mich. Viele verhaften oder verbleiben nämlich in so einem Zustand von, meine Eltern waren die Besten, die haben sich so viel Mühe gegeben, auch ich hatte immer so eine schöne Kindheit, ja, dieses extrem Idealisieren der Kindheit. Was das nur zur Folge hat, ist ja ganz nett im ersten Eindruck oder Wertschätzen den Eltern gegenüber, aber wir zahlen einen großen Preis dafür, denn du kannst nicht weg von dem, was du innerlich fühlst. Das heißt, wenn du aber andere Zustände innerlich wahrnimmst, andere Zustände in Beziehungen als, oh, Beziehung ist immer total toll und ich fühle mich genauso sicher wie damals mit meinen Eltern, ja, wenn das eben nicht der Fall war, sondern du eigentlich Ängste erlebst, Unsicherheit, Anspannung, ja, aber die weiter erzählen willst, alles ist super gewesen, ja, dann bleibst du immer in einer Selbstablehnung. Dann lehnst du das in dir ab, was dagegen rebelliert, was sagt, nein, es war nicht super, es gab Dinge, die haben für mich nicht gepasst. Und man muss einfach sagen, dass es generell so ist, dass das in fast jeder Elternbeziehung so ist. Weil Eltern sind unvollkommen. Und gerade diese ganze Thema von Therapie, Psychologie und sowas, das ist etwas extrem Neumodisches. Ja, das hat die Generation vor uns bei weitem nicht so beeinflusst, wie es aktuell ist. Allein, dass es diese Videos hier gibt. So eine Aufklärung. Und ich bin ja nur ein kleiner Krümel in diesem ganzen Meer von wundervollen Aufklärungsvideos zu diesen ganzen Thematiken. Natürlich bekommen wir einen anderen Zugang und werden anders mit unseren Kindern umgehen. Und dann kommen wir noch zum weiteren Part, nämlich wo auch eben reinkommt, dass ich mittlerweile selbst Vater bin. Wenn ich jetzt mit meinem Kind bin, geht es nicht darum, der perfekte Papa zu sein. Ah, ich bin Emanuel, der Beziehungscoach. Ich werde alles toll machen für meine Tochter. Ja, die wird das gesundeste Bindungsmuster auf Erden erleben. Ja, und ich werde keine Irritation zulassen, sondern ich werde mich immer so sehr bemühen und so weiter. Das wäre eine weitere Strategie, by the way. Ja, nämlich die Strategie, ich will der perfekte Vater sein. Ist einfach eine Anspruchshaltung an mich, die ich dann aufs Kind übertrage, weil für perfekte Eltern braucht es perfekte Kinder. Das nur als kleine Randnotiz. Sondern auch hier merke ich mehr und mehr, was ist die Erwachsenebewegung dazu. Nämlich so, ja, ich bin bemüht für mein Kind. Ich habe nämlich eine Verantwortung. Ja, ein Kind ist mir nicht einfach zugeflogen, ja, sondern das ist etwas, wofür wir uns bewusst oder vielleicht auch teils unbewusst entschieden haben. Und deswegen gilt es dafür, die Verantwortung zu tragen. Und genauso für die Verantwortung, die für die Irritation, die Sachen, die man vielleicht hätte anders oder besser machen können, dafür gerade zu stehen. Und nichtsdestotrotz Mensch zu bleiben.
Das ist für mich mit das Wichtigste, was ich meinem Kind vermitteln will. Ich will nicht, dass mein Kind den Anspruch entwickelt, der perfekte Beziehungspartner eines Tages zu sein oder so total gesund in allen Varianten zu reagieren oder was auch immer. Nein, sondern sie soll Mensch sein. Und mit all den Herausforderungen, mit all den zur Fehlerhaftigkeit, die auch dazu gehört. Ja? Und genauso will ich ein Vater sein, der unvollkommen ist, der ein Mensch ist, der aber in diesem Menschsein sich bemüht. Und dann beginnt es auch, dass wir mehr damit zur Ruhe kommen können, wenn Kinder eines Tages sagen, ja, das hat mir damals gefehlt. Ja, das hat damals nicht gepasst. Ja, das hätte anders sein müssen. Und nun kommen wir nochmal zum spannendsten Teil. Denn in dieser ganzen inneren Entwicklung geht es nicht mehr wirklich um unsere Eltern. Weil viele kommen immer zu mir und sagen, ja, Emanuel, vielleicht sollte ich doch mal mit meinen Eltern heutzutage sprechen und das nochmal mit denen klären. Was sagst du dazu? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Und so weiter. Und ich würde dann eher ein bisschen immer sie entspannen. Ist meistens nicht so entscheidend. Denn was uns leiden lässt, ist nicht wirklich die Beziehung zu unseren Eltern heutzutage, außer vielleicht du lebst in einem Haus mit denen und sowas, dann gibt es natürlich da irgendwie so die praktischen Irritationen. Aber wenn wir wirklich von diesen Leidenserfahrungen, die in Partnerschaften und so weiter stattfinden, durch die Elternbeziehung, geht es nicht mehr um die wirklich physischen Eltern, sondern man sagt, es geht um die integrierten Eltern in uns, um das Bild, was wir von unseren Eltern gemacht haben. Denn das ist der andere Aspekt, der sehr wichtig ist. Wir haben keine objektive Erinnerung an unsere Eltern, sondern natürlich ist das auch wiederum subjektiv eingefärbt. Ja, das Kind sieht die Welt natürlich einfach aus seiner Kapazität und aus seinem Rahmen. Das heißt, das, was wir über unsere Eltern erzählen und denken, gerade vielleicht auch das Negative, das beschreibt sie nicht vollkommen, ja, sondern es beschreibt unsere Wahrnehmung als Kind. Und das ist auch nochmal wichtig zu differenzieren. Es geht nicht darum, diese physischen Eltern zu bashen und zu beschuldigen, sondern es geht darum, mehr Klarheit in seine Innenwelt zu bekommen. Was ich jetzt gerade damit meine, es geht nicht um diese Eltern, das lässt sich sehr gut verdeutlichen, wenn man jetzt eine Kriegssituation nimmt. Das heißt, im Krieg müssen auf einmal die Männer los und das Land verteidigen. Die Frauen verstecken sich irgendwo in einem Schutzbunker, sind vollkommen emotional überfordert. Und das Kind kann nicht die Realität so wahrnehmen, so, ah ja, es ist Krieg und deswegen handelt man so, sondern das Kind nimmt natürlich nur eine emotionale, subjektive Wahrnehmung wahr, nämlich mein Vater verlässt mich einfach von einem Tag auf den anderen, mein Vater ist einfach nicht mehr da, meine Mutter ist total überfordert, ist nicht mehr wirklich für mich da, kümmert sich nicht um mich in dem Maße. Das ist das, was zurückbleibt bei Kindern, die solche Erfahrungen gemacht haben. Ja? Und natürlich beschreibt das nicht die ganze Realität, ja, sondern es sind so viele Aspekte, die wir natürlich nicht sehen. Aber das gilt es auch in unserer inneren Entwicklung mit zu integrieren und so mehr ein ganzheitliches Bild zu entwickeln über uns, über das, was uns passiert ist. Und dadurch kommt so viel mehr emotional in uns zur Ruhe und inszeniert sich nicht wieder in Partnerschaften oder holt das Ganze nicht wieder hoch. Also, ich hoffe, damit konnte ich dir ein bisschen mehr Klarheit bringen in diese Thematik und eine größere Differenzierung. Schreib mir gerne dazu deine Gedanken hier unter diesem Video. Und wenn du dir wünschst, genau diese Beziehung zu deinen Eltern wirklich zu verarbeiten, das, was dahinter steckt, wirklich zu verarbeiten und du merkst, ja, okay, so wie Manuel das beschreibt, klingt das stimmig. Ja, das ist etwas, wo ich merke, ja, das fühlt sich irgendwie richtig in mir an. Dann lade ich dich herzlich ein, mit mir im Beziehungscoaching zu arbeiten. Du findest alle Infos dazu auf emanuelerck.com/coaching. Dort kannst du dich erstmal eintragen für ein kostenfreies Erstgespräch, was einfach eine Beratung ist, wo wir mal gucken, was ist dein Thema, wie arbeiten wir damit und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und wenn alles passt, werden wir erstmal noch ein Beziehungsanalysegespräch haben und dann starten wir im Coaching. Also alle Infos dazu findest du auf emanuelerck.com/coaching. Solltest du noch Fragen haben zu diesem ganzen Elternthema oder vielleicht sogar das Ganze anders sehen als ich, finde ich auch mal ganz spannend, dann schreib es mir doch gerne unten in die Kommentare. Teile dieses Video gerne mit deinen Eltern, wenn du magst, ja, oder für andere Menschen, für die dieses Video relevant sein könnte. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und dann freue ich mich darüber, dich dann im nächsten Video wiederzusehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel. Sehr schön, dass du das Video bis zu diesem Punkt angeschaut hast. Hier nochmal der kleine letzte Reminder. Hol dir unbedingt dein kostenfreies Ticket für das Seminar, wie du deine Beziehungsmuster löst, damit du wirklich lernst, wie arbeite ich an dem Thema. Auch an diesem Thema, was ich hier in dem Video beschrieben habe. Wie gesagt, das sind Methoden, das sind Tools, Wissen, was eigentlich nur Klienten vorbehalten ist, was ich kostenfrei mit dir teile. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du hier unter diesem Video. Also verpasse nicht diese einmalige Chance und melde dich gerne an.